Und damit ein herzliches Willkommen zurück. Einen lieben wunderschönen guten Tag zu den MBE Support News. Ich wünsche euch was. Gleich mal zum ersten Support News Video. Haben wir über 162 Interaktionen gehabt auf dem Video. Wir haben 35 Kommentare, dazu 4460 Aufrufe. Ein großes Dankeschön für den Support oder für den Support von diesem Video. So, und dann war noch eine Abstimmung. Schafft es der 1050 auf die Konsole? Ja, auf jeden Fall mit 81%. Ich habe meine Bedenken auch mit 13% und nein mit 4%. Insgesamt waren dann das 149 Stimmen und 122 Personen sagen, ja, der Mod schafft es auf die Konsole. So, aber dann geht's jetzt erstmal rüber zur allerersten News. Ja, und der liebe Aaron hat uns angeschrieben. Er heißt nicht Aaron, er heißt auch nicht Aaron, er heißt Aaron. Schön, dass wir das erstmal geklärt haben. Ein riesengroßes Dankeschön, Aaron, dass du dich bei uns gemeldet hast. Wirklich eine tolle Sache, damit wir jetzt mal alles richtig stellen können. Ja, im letzten Video habe ich ja gesagt, einmal zum ganzen Schluss, das haben auch sich ein paar Leute zum Herzen genommen, wenn man das Modden nicht kann, dann soll man es auch lassen. Das war aber nicht auf Aaron bezogen, das war auf einer ganz alten Story bezogen. War unangebracht, ist klar, völlig okay, aber das war nicht so gemeint, das steht schon mal fest. Dazu habe ich gesagt, dass er sich nicht informiert hat, wie man einen Mod auf die Konsole bringt, also beziehungsweise was er beachten muss. Und das nehme ich einmal komplett zurück, das hat er natürlich getan, das wusste er, hat lange mit Giants auch zusammengesessen, wollte trotzdem die ganze Geschichte so bringen, wie er sich das vorgestellt hat. Nur über eine andere Methode, sage ich jetzt mal, wie es eigentlich gehen hätte können. Ja, jetzt wurde der Mod heute wieder neu eingereicht. Ich habe auch den Post vor meiner Nase. Das hat er heute, nein, das hat er gestern, es tut mir leid, es tut mir leid, gestern, um 11.51 Uhr hat er das geschrieben. Ja, der Mod für die PS4 und für den PC eingereicht sind. Die beiden Mods sind beide noch gleich, also so wie Konsole und PC, das ist noch beides das gleiche, aber er wird dann so schnell wie möglich ein Update bringen für den PC, wenn es dann draußen ist. Und ja, wir sind gespannt, wann das Teil raus ist. 6 Monate lang hat er dran gearbeitet an diesem Teil und hat einen Arsch voll im Real Life zu tun, wirklich eine große Palette. Ich habe sehr viel geschrieben und wir werden bestimmt auch mal dazu kommen, ein bisschen zu talken. Der Aaron ist wirklich ein toller Mensch, definitiv. Auch hätte ich niemals gedacht, dass dass das Format MBE Support News so weit geht, dass es sogar den Aaron so schnell erreicht. Das ging ja wirklich ganz schön schnell. Es gab auch vom Aaron einen kleinen Facebook-Post, wo er das Video von uns reingemacht hatte. Dort dann halt seine Meinung dazu geschrieben hat. Das werden viele auch gesehen haben, definitiv. Ja. Vollkommen verständlich, das ist okay, das darf man machen oder das darf er machen, da wir halt wirklich in dem Punkt dann wirklich null informiert waren. Ja, und wir haben einfach mal das alles ein bisschen demokratisch geklärt, sage ich jetzt mal. Es waren auch, sage ich jetzt mal, einige Kommentare, ja, das ging, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe mich mit jedem Kommentar eigentlich auseinandergesetzt, außer mit dem Floorrider und mit dem Mercedes. Da die beiden so hardcore zum gleichen Moment geschrieben haben, laut YouTube, von den Anzahl der Minuten müssen die ja beide irgendwie zusammengehören, dachte mir so, ja, ihr wollt mir jetzt eins ausdrücken oder so, aber nein, der Striker zum Beispiel hat auch noch einen schönen langen Kommentar geschrieben, ich habe einfach alles beantwortet, so halbwegs, war vollkommen klar. Das einzige Problem war halt dann wieder, dass dann halt wieder in den Kommentaren stand, dass ich keine Ahnung habe vom Modden. Im Endeffekt stimmt's, aber der Punkt ist einfach, dass man sich schon mal damit beschäftigt hat. Das habe ich. Das dann gleich wieder zu unterstellen, nur weil ich so einen Spruch reiße, ja gut, das tut mir dann auch leid. Das habe ich definitiv gemacht und ich habe auch jetzt schon jeden, ich weiß nicht, wie oft ich das schon schreibe, lieber mache ich eine HTML-Datei
für unsere Webseite, die demnächst mal an den Start gehen wird. Ja, das ist wesentlich leichter als irgendwas zu modden. Ja, das wollte ich mal sagen. Ja, bedeutet, der Mod steht kurz vor Release, wenn alles klappt. Der liebe Aaron hat sich lange mit Giants hingesetzt, dass es auch alles passt. Die haben auch geholfen, dass alles passt. Wenn ihr mit dem Aaron schreiben wollt, könnt ihr gerne bei uns auf den Discord-Server kommen. Der ist jetzt nämlich bei uns auch auf dem Discord-Server. Für Fragen etc. pp. Steht er jetzt auch sozusagen zur Verfügung. Also jetzt nicht zu jedem Mod, aber zu seinen Mods. Definitiv, glaube ich, wenn er auch einen Mod bringt, der ist immer genial. Und wir sind definitiv gespannt, was kommt. Der Timo wird sich bestimmt freuen, auch den 1050 vorzustellen in der Preview. Und dann kommen wir noch zur nächsten News. Das Making-of-Video von Farming Simulator ist vor einem Tag released worden. Dort könnt ihr in 31 Minuten und 49 Sekunden anschauen, wie der Landwirtschaftssimulator 2017 erschienen ist. Wirklich eine tolle Sache, richtig geniales Video. Ich habe leider den Lars vermisst. Liegt aber daran, dass der Lars zu dem Zeitpunkt noch nicht bei Farming Simulator bzw. bei Giants dabei war. Ja, das ist das Video, was ihr auch in der Collectors Edition schon dabei habt, aber ich denke mal, die meisten von den Konsolenspielern her haben die Collectors Edition nicht und es lohnt sich bestimmt mal, dieses Video anzuschauen. Es ist ein schönes Video, richtig gut geworden. Ich muss sagen, der beste Wert für mich war sogar im Video, als gezeigt wurde oder wie halt Giants den Ausflug gemacht hat mit seinen Mitarbeitern, einfach mal selber in die Landwirtschaft zu gehen und einfach mal die Fahrzeuge zu zeigen oder beziehungsweise auf dem Land zu sein. Das war nicht wirklich eine richtig gute Abwechslung, das war ein richtig schönes Ding. Und was noch dazu released wurde, sind die Modding Tutorials 3.0. Die sind natürlich jetzt frei verfügbar. Findet ihr den Link auch in der Videobeschreibung, ist auf Facebook, dann landet ihr im Giants Software Forum, nein, nicht Forum, aber im Giants Network findet ihr das. Ist alles auch dann verlinkt. Dann habt ihr von Teil 1 bis 2, 3, 4, 5, 6. Also hier ist wirklich alles beschrieben. Vom Modding her richtig geniale Sache, dass das released wurde für alle kostenlos frei verfügbar. Richtig schönes Ding. Und damit bin ich mit der News dann auch erstmal raus. Und dann kommen wir mal noch schnell zur nächsten News. Was mir halt nochmal wichtig ist zu sagen, das Format MB Support News wird dann wahrscheinlich, oder es haben viele geschrieben, ein regelmäßiges Format sein. Das Video hier gerade nehme ich auf am 26.04. um 15:55 Uhr, nur damit ihr mal so eine Zeit habt, weil wir ja noch eine Menge bearbeiten müssen und weil ein paar mir noch helfen aus unserem Team, dass es auch ein bisschen passt. Vom Grafischen her etc. Ihr habt das auch bewertet, zum Beispiel, dass am Anfang es viel zu lange dauert. Ich glaube, wir werden es gut optimiert haben, so wie ihr das Video jetzt seht. Deswegen schreibt es mir trotzdem in die Kommentare oder schreibt es mir via Discord oder via Facebook oder via Twitter oder via Instagram. Irgendwo werdet ihr mich schon erreichen, beziehungsweise uns. So, und das war's dann heute auch erstmal. Ich wünsche euch einen wunderschönen, lieben, guten Abend oder guten Nachmittag oder guten Morgen, egal wo ihr euch das Video jetzt gerade anschaut oder wann ihr euch das anschaut. Ich hoffe, ihr schreibt mir in die Kommentare, wenn wir mal noch oder für neue Themen, für Verbesserungsvorschläge natürlich immer noch. Wir stehen für alles offen. Ich bedanke mich für jegliche Kommentare jetzt schon mal und wir sehen uns dann. Ich beantworte natürlich alles. Ich lasse ja nichts auf mich sitzen, oder? Beziehungsweise wir lassen auf uns ja nichts sitzen. Deswegen, ich wünsche euch was, haut darin. Ciao.